Wir grüßen hier Herr Hirschauer, Professor für Soziologie und Gender Studies an der Universität Mainz, auf dem Soziologiekongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Und begrüßen Sie. Hoffen, Sie hatten eine gute Anreise. Ging so. Trier ist wirklich weit entfernt von Deutschland. Okay. Ja, für uns war es auch häufig eine weite Anreise. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet und für die Studierenden, die unser Magazin lesen, ist es, glaube ich, sehr interessant zu sehen, dass sie auch ein Mensch sind, aus Fleisch und Blut. Und in ihrer Vita konnte ich lesen, dass sie in jungen Jahren eine Ausbildung zum Flötisten gemacht haben. Wie kam es dazu? Spielen Sie noch? Ich spiele noch, ja. Ich habe einen Organisten gefunden, da wo ich wohne, und mache mit dem zusammen Musik und einen Bassspieler, sodass wir manchmal auch so mit Klavier, Kontrabass und Flöte, Piazzolla, Tango und Klezmermusik machen können, aber meistens mache ich klassische Musik, Barockmusik in erster Linie. Und das tue ich seit meinem 6. Lebensjahr. Ich komme aus einem recht musikalischen Haushalt, da hat meine Mutter dafür gesorgt. Und habe lange auch überlegt, das zum Beruf zu machen. Ich habe mein Studium damit finanziert, also ich habe dann irgendwann im Theater als Bühnenmusiker gespielt, ich habe im Sinfonieorchester auch gespielt. Und habe aber die, also richtig die Geld verdienen kann man, wenn man dann eine Schüler hat. Und bin dann mit dem Fahrrad über die Dörfer gefahren und habe so mein Studium finanziert. Und das war immer eine Versuchung, also bevor das Studium anfing, immer auch eine Versuchung, daraus einen Beruf zu machen. Das habe ich dann aber gelassen. Wieso? War das? Ja, wenn ich ans Kongressthema denke, durchaus auch eine krisenhafte Erfahrung, weil ich im Sinfonieorchester auf der Suche nach Musikern, also dann Profimusikern, das waren ja meine Lehrer sozusagen, mit denen ich da zu tun hatte, auf der Suche nach Personen, mit denen ich zusammen einfach mal so Musik machen konnte, also Kammermusik, sich privat treffen und so etwas, mir eine blutige Nase geholt habe, weil wenn sie das beruflich machen, Musik, und nicht nur klassische Musik, auch andere Musik, dann stoßen sie auf eine andere Einstellung, nämlich dann zücken die ihren Kalender und sagen, nee, nächste Woche habe ich Iphigenie oder ich habe Wagner, ich habe Brahms oder so. Und das heißt so viel wie, ich bin damit konfrontiert worden, dass man damit ernsthaft Geld verdient. Also nicht nur Mucke machen, ein bisschen jobben, sondern wenn das zum Beruf wird, dann wird es eine Arbeit wie die meisten anderen auch. Und das heißt, es hat langweilige und nervige Aspekte. Und da habe ich dann gedacht, nee, den Spaß will ich mir nicht verderben lassen. Also das lieber nicht als Beruf, sondern das als Hobby lassen. Und dann kam eine große Gabelung und die Frage, was dann? Und dann bin ich, wie die meisten Soziologiestudierenden, in etwas hineingestolpert, von dem ich keine Ahnung hatte, weil es gab ebenso wenig damals wie heute, also es gab Serien über Ärzte und über Rechtsanwälte, Serien über Soziologen gab es einfach nicht und überhaupt andere Sozialwissenschaften, und deswegen stolpert man da in dieses Studium rein, eine extrem vage Vorstellung davon, worum es geht, man weiß, es ist irgendwie theoriehaltig, es hat irgendwas mit Gesellschaft und vielleicht im weitesten Sinne Politik zu tun. Aber das sind sehr kontingente Entscheidungen, und ich habe das dann in Kombination mit Philosophie studiert und habe irgendwann Blut geleckt. Relativ spät. Ich war nicht am Anfang ein guter Soziologiestudent, das kann man nicht sagen. Ich glaube, das ist heute immer noch so, dass viele nicht wissen, worauf sie sich da einlassen. Ja. Das war bei mir ähnlich. Ja, klar. Und deswegen ist es sehr vernünftig, nach dem ersten Semester irgendeines Studiums, auch Erziehungswissenschaft oder Politikwissenschaft, zu wechseln. Wie kam es dann, dass Sie sich dann auf vor allem Geschlechterdifferenzen spezialisiert haben? Also Sie haben da ja sehr viel zugeschrieben, auch schon relativ früh, 93 glaube ich, war Ihre Diss? Ja, ja. Genau. Genau, der ist ein Aufsatz 89. Das ist historisch bedingt und milieubedingt. Also historisch heißt, in meinem Jahrgang wächst man auf mit der zweiten Welle der Frauenbewegung. Und an den Universitäten, Stichwort Milieu, insbesondere an der Universität Bielefeld, wo ich studiert habe, gab es ein starkes feministisches Milieu, auch ein radikal feministisches Milieu. Also da wurden in aller Konsequenz auch männliche Säuglinge aus den Seminaren ausgeschlossen. Was mir damals nicht so gut gefallen hat, oder wo ich irgendwie aus einer ganz ursprünglichen Gerechtigkeitsempfindung heraus dachte, irgendwas läuft hier ganz, ganz schief.
Und bin aber meinerseits in relative Unschuld in diese Veranstaltung gegangen, fand das alles auch ganz spannend. Mhm. Bin dann aber gestolpert über einen Text, der sozusagen diese ganzen Ausschlussgesten und diese radikale Politisierung, diesen Separatismus der zweiten Frauenbewegung unterlaufen hat. Und das war für mich der Aufsatz von Harold Garfinkel über die Agnes, die Transsexuelle, also diese Interviewstudie N gleich 1. Ich bin immer noch sehr beeindruckt, wie man aus einem einzigen Fall so viel rausholen kann. Und da habe ich dann eben das, was sonst im Studium, gerade auch in Bielefeld, man lernen konnte, also was Konstruktivismus heißt, zum ersten Mal verknüpfen können mit etwas, das mich lebenswirklich interessierte, nämlich Männerrollen, Frauenrollen, wie man das damals noch nannte, Geschlechterunterscheidung, und habe dann gemerkt, da gibt es ein Thema, da hat die Soziologie noch gar nichts Rechtes zu sagen. Habe das in einer Diplomarbeit 88 aufgegriffen, nee, das war 85 aufgegriffen und kriegte dann bescheinigt von den Gutachtern, dass das ein, sozusagen auch eine Pionierarbeit gewesen sei. Und dann habe ich gedacht, okay, irgendwie scheine ich etwas zu sagen zu haben, dann bleibe ich mal dabei. Und bin dann durch meine Doktormutter Karin Knau darin bestärkt worden, nicht nur theoretisch zu arbeiten, sondern auch empirisch. Und so ist dann diese Studie über Transsexuelle entstanden. Ja. Okay. Biografische Zufälle, nicht? Ja, also Dinge, die jedem Soziologiestudierenden im Übrigen auch, also nochmal das Stichwort Krise, ich habe eigentlich gerne Studierende, die so ein paar biografische Krisen haben, weil an diesen Krisen entlang ergeben sich auch Themen, wo man dann gerne 4 bis 6 oder 8 Monate seines Lebens an diesem einen Thema sitzt. Also zum Soziologen, zur Soziologin wird man im Grunde genommen erst zum Ende seines Studiums, in diesem Fall also des Masterstudiums, wenn man diese langfristigen Arbeiten schreibt und sich da reinbeißt. Ja. Sie sprechen mal wieder das Thema Krise an. Wie sehen Sie denn in Bezug auf die Geschlechterordnung die derzeitige Krisenentwicklung ist? Wird ja davon gesprochen, dass es multiple Krisen gibt. Sehen Sie da einen Bezug zwischen dem, was derzeit diskutiert wird, und einer Veränderung in der Geschlechterordnung? Da wäre ich erstmal etwas vorsichtiger. Wir haben es gestern auf der Eröffnungsveranstaltung ja gehört, Krise ist zunächst einmal für einen Soziologen ein kommunikatives Ereignis. Und wenn ein ganzer Kongress sich diesen Begriff vorschreibt, dann kann man sehr gut sehen, dass es eine Krise in erster Linie eine der Semantiken ist, mit denen Soziologen ihre Arbeitsplätze begründen gegenüber der Gesellschaft, die bezahlt. Ja. Also was für einen Sozialarbeiter ein soziales Problem ist, für einen Mediziner eine Krankheit, für einen Psychotherapeuten eine psychische Störung, das sind für die Soziologen eben die Krisen. Ich halte es nicht für die beste der möglichen Semantiken. Ich denke, das Hauptbezugsproblem soziologischen Arbeitens ist eher die Betriebsblindheit und die zu hohe Vertrautheit der Gesellschaft mit sich selbst, ihre liebgewordenen Illusionen und so etwas. Wenn man aber über Krise spricht, dann muss man wissen, dass es eine Thematisierung von Krisen in der Gesellschaft selbst gibt. Das sind die sozialen Probleme, die gesellschaftlichen Probleme, also alles, was Parteiprogramme und Politiker und Journalisten auch als Krisen wahrnehmen. Das muss aber nicht dem entsprechen, was Soziologen als besonders wichtig finden. Ich bin nicht der Ansicht, dass die Soziologie gesellschaftliche Probleme lösen soll. Ich denke, sie muss sie erkennen und sie muss sie reformulieren, diese Probleme, und sie muss sich vor allen Dingen eigene Probleme stellen. Also, zurück zu Ihrer Frage. In diesem Sinne ist, mögen viele es als krisenhaft empfinden, dass so viele Ehen geschieden werden. Interessantes soziologisches Problem ist eher, warum Leute sich überhaupt ihr ganzes Leben lang paaren. Das ist nichts Krisenhaftes im Sinne der gesellschaftlichen Semantik. Ja. Oder warum sie das ausgerechnet geschlechtsverschieden tun, obwohl sie sich doch gar nicht verstehen, die Frauen, die Männer, wie wir seit Loriot ja wissen, einer der größten Soziologen des letzten Jahrhunderts. Und also insofern wäre ich selber vorsichtig zu sagen, jetzt es gibt eine Krise der Männlichkeit oder eine Krise der Geschlechterunterscheidung. Nützlich für die Soziologie finde ich in diesem, wenn man so sprechen will, eher die Vorstellung, dass es einen methodologischen Vorteil für uns hat, wenn wir uns die Gegenstände wählen, die in der Gesellschaft als krisenhaft wahrgenommen werden. Das ist eine ganz alte Strategie in der Soziologie, im Grunde seit Durkheims Selbstmordstudie. Es sind gerade die devianten Lebensstile, es sind die Ereignisse an den Rändern der Gesellschaft, die uns als Soziologinnen Einblick geben in diese Gesellschaft, weil eben ansonsten wir es mit Betriebsblindheit und Routinen zu tun haben und Vertrautheit zu tun haben. Diese Phänomene knacken das auf, also im Bereich der,
der Gender Studies eben die Gender Troublemaker, ja, die Geschlechtswechsler, die Intersexuellen, die sich nicht zuordnen wollen, oder 100 Jahre früher auch die Homosexuellen, die man nicht sortiert kriegt auf die eine oder andere Seite. Mhm. Das sind methodologisch wichtige Phänomene. Wir brauchen das, weil wir uns grundsätzlich unterscheiden von den anderen beiden Gesellschaftswissenschaften. Mhm. Es gibt ja noch zwei, nämlich die Ethnologie, die hat es mit den sogenannten Völkern außerhalb Europas zu tun, und die Geschichtswissenschaft, die in der Vergangenheit der Gesellschaften arbeitet. Und wenn Sie solche Fächer studieren, haben Sie halt automatisch in der Wahrnehmung dieser anderen Lebensverhältnisse, dieser anderen Formen des Miteinanders, anderen Formen der Selbstbeschreibung, eine Differenzerfahrung. Das ist irgendwie seltsam. Und das heißt, Sie haben im Grunde genommen in Ihrer eigenen wissenschaftlichen Wahrnehmung eine Art Krisenerfahrung im Sinne von Alfred Schütz, der Fremde. Sie kennen den Text wahrscheinlich, sonst sei Ihnen empfohlen, ein wunderbarer Aufsatz. Also Sie kommen da irgendwo hin und Ihre ganzen Wahrnehmungsschemata stimmen nicht mehr. Ja. So, dieses Privileg, das haben Historiker, das haben Ethnologen. Wir haben das nicht in der Soziologie. Mhm. Deswegen brauchen wir was anderes. Das ist unsere Begriffssprache, die befremdet diese Dinge etwas. Aber eben auch das Aufsuchen gerade der sogenannten krisenhaften Phänomene. Okay, aber ist es denn so, dass wir derzeit mehr Phänomene, die das Geschlecht betreffen, beobachten können? Also im Sinne von, wir haben jetzt eine gleichgeschlechtliche Ehe, Transsexualität wird immer mehr gesellschaftlich diskutiert, also es wird immer mehr darauf eingegangen. Ist das eine Erscheinung, die jetzt besonders mit Krisen zusammenhängt? Ist das, das irgendwie eine Bewandtnis, dass es gerade jetzt kommt? Oder ist das einfach an der Zeit, dass darüber gesprochen wird? Ich weiß nicht, ob Ihre Prämisse stimmt. Also versetzen Sie sich einfach mit so einer historischen Perspektive in das ausgehende 19. Jahrhundert, wo, wenn Sie dieses Thema ansprechen, die Kategorie der Homosexualität erfunden worden ist. Mhm. Und sie wurde damals erfunden in einer Gesellschaft, die das Frausein und das Mannsein strikt an zwei unterschiedliche gesellschaftliche Sphären gebunden hat. Also bürgerliche, geschlechtliche Arbeitsteilung. Erwerbsleben und Familienleben waren schroff differenziert und man hat tatsächlich zwei Sorten Personen gefunden, die das eine oder andere tun. Diese beiden Personen hatten, wenn man sich heterosexuelle Paarbeziehungen anschaut, mit Sicherheit große Probleme, einander zu verstehen, weil sie sich nämlich als Persönlichkeiten sehr stark auseinanderentwickelten. Ja, und es gab eine riesen gesellschaftliche Semantik, die das beschrieben hat als Geschlechtscharaktere. Frauen sind ganz andere Wesen als Männer und umgekehrt, und deswegen dürfen die Frauen auch immer noch nicht wählen. Ja, also die Einschränkung der Gleichheitsprinzipien der Aufklärung wurde damit begründet, dass Frauen so besondere Wesen sind. Gut, in einer solchen Gesellschaft, wenn Sie da jetzt zwei Männer haben, die sich attraktiv finden, oder zwei Frauen, die Zuneigung füreinander empfinden, das sind unmögliche Kategorien. Also die sind sozusagen wie Warpfische, wenn Sie nur Landsäuger und Fische kennen. Mhm. Was sind dann diese Wesen? Und die Lösung des 19. Jahrhunderts war eben, na gut, ein Mann, der auf Männer steht, der muss eine Frau sein. Weil alle Wesen, die auf Frauen stehen, sind Männer, und alle Wesen, die auf Männer stehen, sind Frauen. Also muss dieser Mann eine weibliche Seite haben, ergo drittes Geschlecht. Und dieses nannte man dann eben, also diesen Walfisch nannte man dann homosexuell. Jetzt bringen wir 110 Jahre weiter. Mhm. Deutschland ist nicht das einzige Land auf der Welt, das die geschlechtsgleichen Beziehungen normalisiert, legalisiert. Also wir stehen sozusagen hier in Deutschland vor der Frage, ob die Adoptionsrechte auf Frage gegeben werden. Die Franzosen sind vorangeprescht, die Australier haben anderes Recht und so. Also es ist irgendwie absehbar, dass das, was einmal die Homosexualität war, sich heute vor unserer aller Augen auflöst und nicht mehr ein solcher intensiver Gesprächsgegenstand ist. Also Sie haben recht, dass man das heute in der Zeitung lesen kann. Es gibt auch Demonstrationen, nicht? In Frankreich gab es einen großen Aufstand, und mal gucken, ob die AfD in Deutschland auch dafür sorgt. Einen großen, auch stark religiös motivierten Aufstand dagegen. Aber es ist ein Aufstand der Verlierer vermutlich. Ja. Sodass die Prämisse Ihrer Frage, ich glaube nicht, dass sie stimmt. Die Homosexualität war ein brennendes Thema vor 100 Jahren. Mhm. Deswegen ist der Begriff kreiert worden. Ja. Heute löst sich die Homosexualität endlich auf. Und zwar in geschlechtsgleiche Beziehungen. Mhm. Die Paarbeziehungen sind so wie andere auch. Und für deren Geschlechtskomposition sich die Gesellschaft nicht mehr so interessiert. Das darf geschehen. Also es ist sozusagen eher eine Art Entspannung. Und die bleibende Diskriminierung von geschlechtsgleichen Beziehungen, die es gibt, wird thematisiert, und man kommt das immer wieder. Aber dass das so eine große krisenhafte Erfahrung wäre, wenn die Nachbarn geschlechtsgleich sich zusammentun oder so, ich glaube eher nicht. Für einige Milieus ja,
warten wir noch 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre. Okay. Also man muss einfach einen historischen Vergleich sehen. Ja. Einfach gucken, was jetzt in journalistischen Zeitrhythmen, so alle 5 Jahre, welche Sau wird durchs Dorf getrieben oder so etwas, sondern in längeren Zeitrhythmen schauen und dann sieht man kulturelle Veränderungen. Okay. Kommen wir, erstmal danke für die Antwort. Sehr ausführlich, vielen Dank. Das freut bestimmt. Ich entschuldige mich für die Ausführlichkeit. So ist das. Ja. Und wenn Sie so Dauerredner fragen, die Soziologen sind, die sagen zu jedem Thema 10 Minuten lang, also bremsen Sie mich. Okay, wenn wir schauen. Sie haben auch ganz viel jetzt zum Thema Schwangerschaft gemacht. Ich hatte gehört, Sie hatten ein Forschungsfreisemester und haben sich in der Zeit hauptsächlich mit dem Thema auseinandergesetzt oder auch schon vorher? Wie kam es dazu, dass Sie sich doch so einer sehr femininen Sache, die Männer an sich biologisch erstmal wenig betrifft? Oh, Sie haben Vorurteile, und zwar erstens gegen Freisemester. Freisemester sind keine Gelegenheiten zu forschen, die heißen nur so, sondern das sind die Zeiträume, in denen Professoren all die Schulden abtragen, die sie haben. Schreibschulden, weil sie Kollegen Aufsätze versprochen haben. Betreuungsschulden, weil sie Diplom-, Masterarbeiten und Doktoranden zu betreuen haben und diese Arbeiten endlich lesen müssen auch. Und die ganzen Berge abarbeiten müssen, die auf den Schreibtischen sind. Danach, wenn das Semester anfängt, dann geht die Forschung wieder los. Das ist das erste Vorurteil. Das zweite Vorurteil ist, dass Schwangerschaft eine feminine Sache sei. Ja, so haben wir auch angefangen vor 5 Jahren mit diesem Vorurteil. Mhm. Ich werde auch die nächsten 5 Jahre zum Thema Schwangerschaft forschen, weil sich im Prozess dann eben gezeigt hat, es gibt keine Soziologie der Schwangerschaft. Mhm. Und einer der Gründe ist, dass die Begründer unseres Faches, also wenn Sie an die 4, die als solche immer genannt werden, denken, an ihren eigenen Schwangerschaften nicht wahrgenommen haben, was sie dann betrifft offenbar. Und Sie merken, wenn ich so formuliere, benutze ich meinerseits wieder eine Semantik, die sich in den Interviews, wir haben etwa mit 100 Personen gesprochen, inzwischen, es werden mehr werden, findet. Es sind zunehmend auch die Männer oder wie wir sagen würden, die Co-Schwangeren, die sich als Schwanger bezeichnen. Ja, das können ja auch Co-Mütter sein. Und die Feminisierung oder die Feminität, die Weiblichkeit des Themas, die sie unterstellen, gehört im Grunde genommen, ich habe aber auch ein paar Jahre für den Gedanken gebraucht, zu den Themen, die wir soziologisch aufspießen müssen. Mhm. Okay. Man kommt auf dieses Thema, wenn man sich einen beliebigen Schwangerschaftsratgeber anschaut und feststellt, dass die Schwangerschaft, es gibt ungefähr 2000 Schwangerschaftsratgeber auf dem deutschen Buchmarkt, das ist gigantisch, fast mehr als Kinder, wenn ich die Demografen richtig verstanden habe. Man bekommt ein Bild vermittelt von Frauen als einem hormonell bestimmten Gattungswesen, das durch die Schwangerschaft endlich zu sich selbst findet, also seiner natürlichen Bestimmung entspricht. Ja? Und es dabei auch mit einem emotional behinderten Partner an der Seite hat, dem sie diese Dinge unmöglich erklären kann, den kann sie also vergessen, aber dafür bietet sich dann der Schwangerschaftsratgeber als quasi medizinischer Ersatz an. So ungefähr, ich betreibe etwas das Bild in diesem Ratgeber. Das heißt, man kann eine Wahrnehmung davon bekommen, dass die Schwangerschaft kulturell gynisiert wird. Sie wird feminisiert, sie wird zu einer Frauensache gemacht, nach wie vor. Was nicht dem entspricht, wie die Paare selber das wahrnehmen, oder jedenfalls nicht alle so wahrnehmen. Manche praktizieren das auch genau so, aber durchaus nicht alle. Und dann haben wir angefangen zu fahnden, wie diese Delegation der Reproduktions- oder Fortpflanzungsverantwortung an die Frauen, wie die überhaupt biografisch praktiziert wird. Und das fängt an mit der Geschlechtsklassifikation bei der Geburt, dass die Mädchen da in den Blick genommen werden, mit den regelmäßigen gynäkologischen Kontrolluntersuchungen, die sie immer wieder in dieser Verantwortlichkeit adressieren und ihren Körper auch adressieren. Es fängt an mit der Form von Verhütungsmitteln, die produziert werden, mit der Frage, wie Unfruchtbarkeit behandelt wird, dass also auch dann, wenn auf der Männerseite etwas nicht stimmt, organisch, die Frauen immer diejenigen sind, die behandelt werden. Es geht weiter damit, wie Kinderlosigkeit bewertet wird. Mhm. Also was die Arbeitslosigkeit für Männer ist, ist sozusagen die Kinderlosigkeit für Frauen. Okay. Das ist nicht symmetrisch, sondern es gibt hier sozusagen auf der Frauenseite eine stärkere Bedrohung mit Geschlechtsverlust, wenn ich nicht in der Lage bin, Kinder zu kriegen, als auf der Männerseite. Auch für Männer ist das kränkend irgendwie, aber das hat einen anderen Stellenwert. Das heißt, man sieht sozusagen den gesamten Lebensverlauf, und der ist ja gedrittelt bei den Frauen, nicht? Also entweder ich bin noch nicht geschlechtsreif oder ich bin in diesem Alter, wo dieser gesamte Erwartungsdruck auf mir lastet, oder ich bin jenseits in den Wechseljahren, dann hat die Erwartung, dass ich Kinder kriegen könnte und müsste,
an jüngere Frauen gewechselt. Ich glaube, deswegen heißt das Wechseljahre. Jedenfalls wäre das ein soziologisch einleuchtender Grund dafür. Also man sieht, es gibt eine Erwartungsstruktur auf Seiten der Medizin, auf Seiten der Familien, auf Seiten der Paarbeziehungen, auf Seiten der Arbeitgeber, die die Frauen auf dem Arbeitsmarkt in Schwangerschaftsverdacht halten und dann lieber nicht einstellen. Ja. Gibt es einfach eine, sozusagen wie eine Verschwörung, eine Einigung darauf, dass die Schwangerschaft eine weibliche Sache sei und sonst nichts. Und diese Fokussierung, das kennen wir in der Soziologie von Verwandtenphänomenen, wir hatten gerade über Homosexualität gesprochen, gibt es auch in der Geschichte der Homosexualität. Es ist also nicht eine Form gleichgeschlechtlicher Liebe, sondern es soll etwas sein, das in den Körpern besonderer Personen lokalisiert ist. Wir kennen es aus den Disability Studies, aus der Soziologie der Behinderung. Es sind nicht gesellschaftliche Partizipationsschranken, sondern es soll angeblich in den Körpern der Behinderten ein Problem geben. Ja. Wir kennen es aus der Geschichte der Kriminalität. Es ist nicht ein gesetzeswidriges Verhalten, sondern in Kriminellen soll irgendwas liegen. Das passiert in der Schwangerschaft genauso. Was ist denn das Krisenhafte daran? Weil in Ihrem Titel der Veranstaltung heißt ja Schwangerschaft, biografische und theoretische Krise. Was ist denn, wie kann man sich das als, wo kann man da die Krise denn sehen? Also wie kam sie auf den Titel? Die Krise, die erste Krise ist diejenige, die sozusagen von den Teilnehmern selbst artikuliert werden. Mhm. Und das passiert und das hat zum Teil historische Gründe, weil Sie kennen die demografischen Eckdaten. 1,3 irgendwas, wie viele Kinder in Deutschland die Frauen kriegen, anders als in vielen Nachbarländern. Das heißt, eine Schwangerschaft ist für viele, die sie heute durchleben und artikulieren, immer öfter eine singuläre biografische Erfahrung. Also es ist nicht mein drittes Kind, das ich mit einiger Routine oder viertes Kind einiger Routine bekomme und wo ich sehr viel Erfahrungswissen habe, sondern das kommt sozusagen wie so eine Welle und alles verändert sich, seine Identitätsumwälzung. Ja? Also wie sonst vielleicht nur eine Konversion oder eine schwere Krankheit. Ne? Und das ist ein Moment, das ist historisch zunehmend krisenhaft wird. Ein anderes Moment ist, wenn Sie an etwas denken, was Ihre Generation noch mehr betrifft als meine, den Wandel der Kommunikationsmedien. Es ist uns für uns Heutige immer selbstverständlicher, dass wir auch soziale Nahbeziehungen auf Distanz unterhalten können, weil die Kommunikationsmedien uns diese Möglichkeit geben. Eine Schwangerschaftserfahrung, wo es ja um eine Art intrakorporaler Kommunikation geht, das findet bei mir im Bauch statt und ich kann gar nicht genau unterscheiden, was ist mein Bauch, was ist das andere, die ist sozusagen genau entgegengesetzt. Ich habe nämlich da jemand in mir, den ich nicht kenne, der aber mein Familienangehöriger werden soll und der ganz in mir drin ist, also enger geht es gar nicht, ist proximale Kommunikation und der schickt keine SMS und gar nichts. Das heißt, die Erfahrung von Kommunikation, von sozialer Beziehung ist diametral entgegengesetzt zu dem, was in Ihrer Generation als Normalfall erfahren ist und was für die Generation Ihrer Eltern und Großeltern schon strange ist. Ja? Das heißt, auch in dieser Hinsicht bieten bestimmte Deutungsmuster, die wir aktuell an diesen Kommunikationsmedien, an den Medien der Telekommunikation entwickeln, keine Hilfe. Weitere Gründe für Krisenhaftigkeit ist dieser Erwartungsdruck, der auf die Frauen zukommt. Zum Beispiel, wenn sie also seit 5 Jahren in einer weitgehend entgenderten Beziehung leben, wo eben der Haushalt irgendwie geteilt wird und beide ihrer beruflichen Orientierung nachgehen oder ihrer Ausbildung, ihrem Studium nachgehen. Und dann kommt plötzlich diese Sache, die, Stichwort Schwangerschaftsratgeber, so massiv biologisiert wird, feminisiert wird, gynisiert wird. Ja? Dann werden manche böse überrascht. Stellen fest, die Feministin hat doch recht. Da passiert etwas mit einer großen Eigendynamik, das sich nicht so einfach stoppen lässt, bloß weil wir das richtige Denken und die richtigen Überzeugungen haben. In der Tat, so ist es. Und die Mediziner behaupten, es läge an den Körpern. Wir Soziologen sind aufgefordert zu widersprechen. Nein, was läuft, das ist unsere Fragestellung aktuell, was läuft eigentlich in den Paarbeziehungen während der Schwangerschaft? Wie werden dort die Weichen für etwas gestellt, was man in der sozialen Strukturanalyse, also Retraditionalisierung von Familienbeziehungen bezeichnet. Wieso werden die schwangeren Partner plötzlich wieder zu Frauen und Männern, obwohl sie das eigentlich eher unter ferner Liefen für sich verbucht hatten vielleicht? Sie hatten gesagt, Sie führen Interviews, so 100, aber Sie haben auch vorhin schon auf Garfinkel, auf die Einfallstudie hingewiesen. Also Ihre qualitative Methode sind Interviews, aber wie... Sie haben ja auch eine Methodenveranstaltung hier. Was sind denn die Methoden, die man benutzen kann, wenn man wirklich was Neues produzieren will? Also
Ja, darauf sagt Ihnen jeder Methodenspezialist, was sein Steckenpferd ist. Dass wir vorrangig machen, nicht nur Interviews, dass wir vorrangig auf Interviews setzen, hat einfach mit den Zugangsbeschränkungen des Gegenstands zu tun. Ich wäre im Sinne Ihrer Fragestellung völlig einverstanden, damit eine Studie über N gleich 1 zu machen, über genau eine Schwangerschaft. Ich könnte das durchaus ein paar Jahre lang tun. Das wären halt Interviews, die würden vor Beginn der Schwangerschaft, während und ex post und wie sich die Erzählungen dann so verändern, würde das laufen. Ich würde das gerne machen, dann müsste ich aber einen sehr guten Zugang haben. Also zum Beispiel selber eine Schwangerschaft im Forschungsteam haben oder so etwas. Ja. Ich versuche meine Mitarbeiterin seit Jahren zu überreden, das zu machen, aber war bislang nicht erfolgreich, sonst wäre das natürlich schönes Material, also im Sinne einer autoethnografischen Studie. Ja. Also meine präferierte Methode wäre tatsächlich die teilnehmende Beobachtung immer, Ethnografie, wo die teilnehmende Beobachtung im Zentrum steht und dann hat man es aber, wenn es um privates Leben geht, eben ein Zugangsproblem. Sie können nicht einfach zum Beispiel eine Kamera in ein Schlafzimmer stellen und dergleichen. Nein, Sie müssen die Leute erzählen lassen. Mhm. Deswegen sind wir sehr früh auf Erzählungen gekommen, haben dabei aber festgestellt, dass man doch näher ran kann, als wir dachten. Okay. Eine Sache, die wir machen, ist, dass wir Tagebuch schreiben lassen. Das heißt, dass wir versuchen, die Narrative, die man von Informanten bekommen kann, nicht in diesen künstlichen Interviewsituationen, so wie wir sie jetzt hier haben, zu generieren, sondern dass sie sozusagen ereignisbegleitend die Informanten selber aufschreiben, tagebuchartig für uns aufschreiben, was sie da erleben, was für Reflexionen so eine Schwangerschaft auflöst oder auch diesen intrakorporalen Dialog, den man mit Ungeborenen hat und der vielleicht, weil man ja nicht genau weiß, was das für ein Wesen ist, für zu peinlich findet, als dass man ihn laut führen würde. Ja. Also sagt man wirklich Hallo du zu seinem Bauch? Nein, aber dann denken sie es halt. Und das kann man aufschreiben eher. Okay. Wenn einem das peinlich ist, sagt man es eher weniger im Interview. Nicht? Das machen wir begleiten einige Schwangere, durchaus im Sinne teilnehmender Beobachtung, also wenn die so shoppen gehen, rosa oder blauer Strampler und diese ganzen Fragen. Wir machen Paarinterviews. Auch da haben sie die Gelegenheit, über Auskünfte hinaus Interaktionen in Paarbeziehungen zu beobachten und eben wie sie sich selber als Interviewerin auch verstricken in diese Interaktionen. Das ist also auch nochmal eine andere Qualität des Materials. Also wir versuchen, das ist die Maxime, die gewissermaßen ethnografische Maxime, so nah wie möglich ran an die Phänomene zu kommen und nicht uns damit zu begnügen, dass Leute einfach nur Auskünfte geben und wir glauben, dass das so der Fall ist. Das wäre ein bisschen naiv, das sollte man nicht machen in der qualitativen Forschung. Ja. Und das ist das, was Sie als methodischen Multikulturalismus bezeichnen. Also das praktizieren Sie auch oder verstehen Sie darunter noch etwas anderes? Ja, das ist ein methodischer Multikulturalismus, der Thema der Sektionsveranstaltung der qualitativen Methoden. Die Grundidee ist da folgende. Immer wenn Sie einen soziologischen Gegenstand aufmachen, müssen Sie sich fragen, welche Forschungsmethode ist denn genau diesem Gegenstand angemessen? Also wenn Sie zum Beispiel schriftliche Textkorpora haben, ja, Zeitungsartikel zum Beispiel oder Gesetzestexte vergangener Jahrhunderte, dann werden Sie Diskursanalysen machen, denn die passen auf diesen Datentyp. Ja. Mhm. Wenn Sie sich für Praktiken interessieren, körperliche Praktiken, dann führt an Beobachtung überhaupt nichts vorbei. Es hat keinen Sinn, Leute beschreiben zu lassen, wie sie sich einen Schuh zubinden. Ja. Die können das nicht in Worte fassen. Nicht, das müssen Sie schon, da müssen Sie schon eine Kamera aufstellen, das filmen und vielleicht selber mit viel mehr Zeit nach Worten suchen, wie man diesen Vorgang beschreibt. Es gibt sicherlich soziologisch fruchtbarer als diesen. Wenn Sie sich für religiöse Konversionserlebnisse interessieren, also wie kommt jemand dazu, Muslim oder gar Dschihadist zu werden, dann werden Sie mit Sicherheit Erzählungen generieren. Es geht um innere Erlebnisse dabei. Ja. Das Beobachten reicht dafür nicht. Ne? So. Und so gibt es immer auch bei numerischen Daten, nicht auch bei quantitativen Daten. Ja. Also wenn Sie Phänomene haben, die sich von selbst nummerieren, ja, und die in amtliche Statistiken eingehen, da können Sie wunderbar quantitative Studien zu machen, weil der Gegenstand selbst schon dafür sorgt, dass er in einer bestimmten Form auftritt. Ja. Und diese Anpassung an die Form, der Gegenstände selbst auftreten und sich darbieten, dieses Phänomen der Gegenstandsadäquanz oder diese Anforderung der Gegenstandsadäquanz, das ist das, was im Grunde genommen den Pluralismus der qualitativen Methoden ausmacht. Und jetzt gibt es aber Studien, wo klar ist, man hat es sowohl mit dem einen als auch mit dem anderen zu tun. Oder es gibt Fragestellungen, die verlangen danach, dass man Schriftkorpora, Beobachtungsdaten und Mündliches irgendwie integriert. In dieser Hinsicht ist aber die soziologische Methodenentwicklung nicht weit genug. Also da lohnt es sich, sie voranzutreiben, dass man sagt, okay, wie kombiniert man denn so etwas? Ein Verfahren, was das immer schon
beansprucht hat. Das ist im Grunde genommen die Ethnographie. Die Ethnographie ist gewissermaßen die Mutter der Mixed Methods. Ja. Weil dort immer neben der Beobachtung auch die Interviewdaten, die Narrative und in der Organisationsethnographie natürlich auch schriftliche Daten eine Rolle spielten. Gibt es so etwas wie einen eben das Schlagwort methodischen Multikulturalismus, dass diese verschiedenen Kulturen methodische Verfahrensweisen auf eine fruchtbare Weise zusammenfinden? Das ist die Fragestellung und ich weiß nicht, was rauskommt. Also unter Umständen ist das Ergebnis, tja, es ist schwierig, solche Datentypen zu kombinieren. Oder jemand sagt und nach einem schönen Vortrag, wo man sehen kann, ja, so geht es eigentlich, da bin ich neugierig drauf. Mir fallen da immer die Arbeitslosen von Marienthal ein, das ist bei uns halt relativ früh im Studium kam, wo es mich dann auch wunderte, dass sowas dann heute, knapp 100 Jahre später, dann erst wieder aufgegriffen werden muss. Anstatt dass immer wieder. Immer wieder, ja. Aber dass es diese Tendenzen quasi schon gab und dass eigentlich kein neues Pferd ist. Sie haben recht, das ist kein völlig neues Pferd, die Beobachtung ist völlig legitim, bezieht sich aber auf jeden Bereich der Soziologie. Das gilt auch für das, was man als Theoriemoden bezeichnet. Nicht? Ja. Also irgendeine Entgegensetzung von Gesellschaft und Individuum, Struktur und Handlung, System und Entscheidungsrationalität. Solche Dualismen gibt es auch in der Theoriegeschichte permanent und die werden alle paar Jahrzehnte werden sie wieder recycelt. Das heißt aber nicht identisch kopiert, ja, sondern die Geschichte bewegt sich, verschiebt sich sozusagen. Die beiden Seiten lernen voneinander. Man muss nicht an große Synthesen glauben, so wie die Physiker von Grand Unified Theory sprechen. Aber es ist keine reine Wiederholung, aber Ihre Beobachtung, Ihre wissensgeschichtliche Beobachtung ist richtig, dass es sozusagen Grundprobleme des Faches sind, ob im Methoden- oder Theoriebereich oder wo auch immer, die immer wieder bearbeitet werden, ja, und an denen das Fach selber lernt, sich zu entwickeln. Gut. Sie haben noch einen anderen Punkt, der auch methodisch sehr interessant ist, und zwar geht es in einem Podium um Datenarchivierung und um den Umgang damit, was denn die qualitative Sozialforschung damit macht. Und können Sie dazu ein bisschen was erzählen? Was können wir uns darunter vorstellen? Also was sind die Herausforderungen, die sich da stellen? Die Idee kommt im Grunde genommen aus der standardisierten Sozialforschung, in der die Datenarchivierung ein absolut wichtiges Moment ist, das zu tun hat mit der Herstellung von Transparenz und Reliabilität. Vor allen Dingen auch der Vergleichbarkeit von Forschungsergebnissen. Und die Idee der letzten Jahre, die etwa im Wissenschaftsrat geboren ist, dass man dieses Modell der Archivierung von Daten 1:1 übertragen könnte auf die qualitative Forschung. Dieser Übertragungsmechanismus ist nicht neu und ist im Grunde genommen ein professionspolitisches Ärgernis, nämlich die Unterstellung, dass es dieselbe Art von Forschung sei. Das ist nicht der Fall. Das heißt, wir haben in der qualitativen Forschung, auch in der Biografieforschung, gibt es das Problem, erhebliche Bedenken, dieses Modell 1:1 übertragen und zu sagen, sozusagen Daten als wertvolle Kulturgüter zu behandeln, die auf jeden Fall archiviert gehören. Der Vorschlag, den wir von der Sektion gemacht haben und die Biografieforscherinnen ebenfalls, ist, dass man einfach mal systematisch darüber nachdenkt, welchen Nutzen kann so etwas haben, welche Kosten kann es haben, also welchen Aufwand braucht die Archivierung und welche Schäden kann es erzeugen. Und der Nutzen ist im Falle der qualitativen Forschung recht bescheiden. Im Grunde genommen kann so etwas nützlich sein für Lehrzwecke, nicht, dass man mit solchen Datenkonserven arbeitet, wobei Sie als Studierende müssen natürlich auch lernen, Daten zu erheben, also insofern auch deshalb ein bescheidener Nutzen. Es kann im Austausch, einzelnen Austausch zwischen Projekten, wo man kollegial Daten überlässt, kann das nützlich sein mal. Aber es hört dann auch sehr schnell auf mit dieser Liste. Der Grund ist, dass die Daten in der qualitativen Forschung hochgradig kontextualisiert sind. Und damit sind wir schon bei den Kosten angefangen. Wenn ich einen einzelnen Satz aus einem narrativen Interview nehme und den speichere, die Tonaufzeichnung speichere oder das Transkript speichere, kann damit ein anderer, der die Studie nicht gemacht hat, nichts anfangen. Ich muss dazu sagen, wer hat diesen Satz gesagt, wann, in welcher biografischen Lage, in welcher Sprechsituation, wie war der soziale Kontext. Das heißt, ich muss sozusagen zu einer Seite Interview 4 Seiten Kontextinformationen dazuschreiben, dann geht das erst. Aber das heißt, es geht auch nicht mehr für die andere Fragestellung, die Kollegin hat, die damit arbeiten will unter Umständen. Okay. Das ist in der quantitativen Forschung anders. Die Daten, das sind dort Ziffern, das heißt weitgehend sinnentleerte oder sinnreduzierte semiotische Formen, Zeichenformen, ja.
Und da kann ich die Fragestellung um die Ziffern herum sehr gut austauschen. Deswegen funktioniert dieses Modell in der standardisierten Forschung sehr gut. In der qualitativen Forschung geht es nicht. Was bei uns auch ganz schlecht ist, ist Anonymisierung. Also wie wollen Sie die Videodaten anonymisieren? Das geht nicht. Also das muss man so von vornherein verbieten, sonst laufen uns die Leute weg. Und viele narrative Daten, insbesondere Biografieforschung, wenn Sie illegale Migranten befragen, das geht nicht, das können wir nicht machen. Das heißt, die Risiken sind ganz beträchtlich. Und es sind, wie ich meine, nicht nur Risiken, die auftauchen gegenüber einzelnen Informanten, sondern es sind Risiken, die auch im Image der Sozialforschung liegen. Also wenn man in der Bevölkerung anfängt, ich mache es mal einfacher, wenn Sie einen Interviewpartner nehmen und der sich von mir interviewen lassen würde zu seiner Paarbeziehung und ich sage, ich komme von der Uni Mainz und so, interessiere mich für Ihre Ehe und wie die Geschlechterunterscheidung bei Ihnen zu Hause so läuft. Das ist ganz anonym, was wir hier machen, und also Ihren Namen erfährt keiner, aber Sie haben schon Verständnis, dass ich diese Daten meiner Profession, allen Kolleginnen im deutschsprachigen Ausland inklusive, zur Verfügung stelle. Möchten Sie mit mir ein Interview machen? Und jetzt raten Sie, wie Sie antworten würden. Also wenn das sich in der Wahrnehmung derer, von denen wir unsere Informationen haben wollen, nicht auf ein Zwiegespräch beschränkt, das völlig sozial folgenlos bleibt, und dass sich irgendwie nach hinten hin und einen dunklen Raum öffnet, der öffentlich zugänglich ist. Das ist eine sehr seltsame Sprechsituation. Die erinnert sehr stark an das, was der NSA uns beschert hat. Ja? Das ist, die Datenarchivierung ist eine Vorratsdatenspeicherung, sonst nichts. Ja? Nun wollen Soziologen natürlich kein böser NSA sein, aber wie können wir ausschließen, dass das, was wir tun in der empirischen Sozialforschung, von den Leuten so wahrgenommen wird, von deren Vertrauen unsere Forschung abhängt? Das ist die große Gefahr bei einer pauschalisierten Datenarchivierung. Also deswegen stehen wir in der qualitativen Sozialforschung bei diesem Thema gewaltig auf der Bremse und sagen, okay, wir wollen wissen, was genau, wo kann das nützlich sein? Ja. Und es gibt sicherlich solche Projekte, die man sich ausdenken kann. Welchen Aufwand, was will man dafür bezahlen, die Anonymisierung, Kontextierung zu leisten? Und schließlich, wie kann man Schäden verhindern? Das heißt, wir würden mit großer Vorsicht dieses Thema anfassen und dann überlegen, was kann man da machen und was lässt man einfach besser bleiben? Weil anders, nochmal vergleichen mit den anderen Gesellschaftswissenschaften, anders als Historiker, die ihre Archive haben und das war's, oder ihre Ruinen und das war's, und anders als Ethnologen, die immer eine Fernreise machen müssen, wir leben in unseren Daten. Es ist nichts leichter für Soziologinnen, als frische Daten zu generieren und vor allen Dingen ihre eigenen Fragen zu reformieren, also neue Ideen zu gewinnen, wie man denn bessere Forschungsfragen stellen kann. Für uns ist es eine leichte Übung, wir stellen eine Kamera auf und schon mal wieder neue Daten im Kasten. Gut, und dann sind wir darauf gespannt, wie das weitergeht mit der Archivierung. Und dann bedanke ich mich erstmal für das Interview. Ich denke, wir sind erstmal durch. Wunderbar. Und ich freue mich, dass Sie da waren. Schönen Kongress wünsche ich Ihnen.